Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV Mürz, wo es heute um ein Gartenfest, eine Schule und ein Konzert geht. Bevor wir aber mit unseren Beiträgen starten, möchte ich Ihnen das Vermessungsbüro Sommer in Hönigsberg etwas näher vorstellen. 1988 eröffnete Diplom-Ingenieur Sommer sein Büro, damals noch in Mürz-Zuschlag. Seit Herbst 2000 finden Sie die Vermessungstechnik Sommer in der Grazer Straße 83 in Hönigsberg. Weitere Standorte befinden sich in Bruck an der Mur und Leoben. Aufgrund moderner Aufnahmegeräte und CAD-Systeme kann Ihnen das Büro Sommer ein umfassendes Vermessungspaket in allen Bereichen der Vermessung anbieten. Grundstücksvermessungen, Bestandsaufnahmen, Flächenwidmungspläne, Grundlagenvermessung, Bauvermessung und Anlagenbau sind Standardleistungen. Die bisherige Projektliste des Vermessungsbüros Sommers ist lang und reicht von der Endvermessung der S6, der Autobahn A9 bis zur Bestandsaufnahme im Stadtgebiet von Mürz-Zuschlag und Bruck sowie Vermessungsarbeiten bei diversen Liftprojekten. Aktuelle Projekte sind der Autobahnabschnitt Mixnitz auf der S35 und der momentan gebaute Abschnitt Kirchdorf. Im Mürztal das aktuellste Projekt der Pipelinebau. Weitere Infos zu all den Leistungen von Diplom-Ingenieur Helmut Sommer und seinem Team finden Sie im Internet unter www.vermessungsommer.at. Weiters stehen Ihnen unter der Telefonnummer 038 52 51 54 die Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Das MHM Gartenfest ist für viele schon zur liebgewonnenen Tradition geworden. Das Wetter hat ausnahmsweise gepasst und für tolle Gartenfeststimmung sorgten die beiden heimischen Bands Baraduki und Motel Shot. Standen am Nachmittag noch die Kinder im Mittelpunkt beim MHM Gartenfest, war dann der Abend doch fest in den Händen der Eltern. Die Fans von Funk, Rock und Reggae kamen ebenso voll auf ihre Rechnung wie die Anhänger von traditioneller und neuer Folkmusik. Everybody gonna hurt you, but nobody cares. Man sieht, das ist ein Fest, wo jung und alt einfach beieinander ist. Ja, gemeinsam einen Abend verbringen und das wollen wir einfach nicht sterben lassen. Und ja, wir arbeiten daran, dass das aufrecht bleibt, auch die nächsten 20 Jahre. Das Interessante ist dabei, dass viele junge Leute da sind und sie die Musik geben, die die alten Herren fabrizieren, oder? Das ist eigentlich das Schöne an dem Fest, nicht? Ja, da arbeitet man daran, dass das so bleibt. Bei der Gruppe Motel Shot traf man gleich auf einen alten Bekannten in der Mürzer Musikszene. Mit dem Walter habe ich schon gespielt vor 23, 24 Jahren, eh da in Mürz und Umgebung. Wir haben uns damals die Rivets genannt. Und dann ist eigentlich sehr lang nichts passiert. Walter hat 20 Jahre nicht gespielt, ich habe 19 Jahre nicht gespielt. Dann, ja, aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit. Fangen wir wieder an, machen wir was. Und in der Freien wird das Süppchen dann gekocht auf 900 Meter in einem Forsthaus. Und wenn wir dann mit dem Süppchen kochen fertig sind, dann spielen wir halt ganz einfach irgendwo. So wie heute. Ohne die vielen helfenden Hände wäre natürlich nicht an ein Gelingen einer solchen Veranstaltung zu denken. Warum helfen Sie da bei dem Gartenfest? Warum? Weil am Nachmittag ein Kinderfest war und da war mein Sohn mit dabei. Und ich finde das toll, dass für die Kinder gratis Sachen organisiert werden im Mürz-Zuschlag. Weil super Leute da sind, weil das ein Fest für die Kinder war am Nachmittag. Die haben auch frei gehabt zum Spielen, also ist wirklich gut organisiert worden. Und auf die Nacht schauen wir, dass wir dann die Eltern auch noch ein schönes Fest machen können. Und deine Motivation? Ja, ich bin auf Kurzurlaub da und helfe meiner Freundin. Das ist die Motivation dabei, dass die Leute einen Spaß haben und dass das alles funktioniert. Baraduki setzt sich, das war eine Spaßaktion eigentlich, wie wir einen Namen gesucht haben. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, unsere Anfangsbuchstaben, also Bernhard, Richard, Doris und Karl. Und wir haben einfach einen Selbstlaut dazu gemacht. Es ist einmal eine Verschachtelung gewesen und dann ist Baraduki rausgekommen. Wir haben ihn einmal genommen und es ist uns treu geblieben eigentlich. Ja. Welche Musik macht ihr? Naja, wir spielen so eigentlich durch die Bank durchgemischt, Rock, Funk, Reggae. Und wir spielen das halt auf unseren eigenen Stil. Also nicht Hitparaden-Musik angepasst, sondern so wie es uns passt. In einem Punkt waren sich alle Besucher einig.
20 Jahre MHM Gartenfest ist zwar ein schönes Jubiläum, aber es könnten durchaus noch ein paar Jährchen mehr sein. Gerade einmal 4 steirische Schulen schafften es, eine unabhängige Jury von Schulpolitikern und Gesundheitspädagogen mit ihren herausragenden innovativen Leistungen im Gesundheitsbereich zu überzeugen und eine besondere Auszeichnung zu erhalten. Mit dabei unter den Besten der Besten die Peter-Rosecker-Hauptschule mit Zuschlag. 40 steirische Schulen wurden mit dem Gütesiegel Gesunde Schule ausgezeichnet. Mehr als 100 Qualitätskriterien, unterteilt in verschiedene Sparten, mussten erfüllt werden, um zusätzlich einen Gesundheits-Award zu erhalten. Die Kriterien waren insofern so unterteilt, dass wir gehabt haben den Lebensraum Klasse Schule. Das heißt für uns, wenn Schüler in unsere Schule kommen, dass auch die Klassen dementsprechend gestaltet werden. Denn wohlfühlen kann man sich nur dort, wo man eine Atmosphäre vorfindet, die auch zum Lernen verleitet. Das nächste war dann also Schulpartnerschaften. Wir haben in der GKK einen Partner gefunden, der uns das ganze Jahr über begleitet bei unseren Gesundheitsprojekten. Lehren und Lernen ist ein nächster Punkt. Das heißt, der Lehrstoff sollte so aufbereitet sein, dass den einzelnen Lerntypen gerecht wird. Dann haben wir auch noch Schulmanagement. Das betrifft hauptsächlich mich. Ich muss als Leiterin schauen, dass es meinen Lehrerinnen und Lehrern gut geht. Sport, Power, Ernährung, Entspannung ist gleich Gesundheit. Zusammengefasst zum Projekt Speed. Seit September 2008 wird dieses Projekt unter Mitwirkung eines Kinderarztes und eines Sportwissenschaftlers an unserer Schule durchgeführt. Durch das Angebot einer Vielzahl verschiedener Sportbewegungsarten soll spielerisch die Freude an der Bewegung gefördert werden. Neben den sportlichen Angeboten wird auch eine Vielzahl von Stressbewältigungsmethoden angeboten, zum Beispiel Übungen aus Qigong, Pilates, autogenes Training. Ein gesunder Lebensstil braucht gesunde Ernährung. Diese ist im Leitbild der Peter-Rosecker Haupt- und Realschule fest verankert. Gesunde Jause bedeutet für uns zum Beispiel, dass jeden Donnerstag Weckerl in unserem Buffet verkauft werden, die von Eltern gebacken werden. Gesunde Jause, da wird aber auch Wert gelegt in der Küche, dass die Kinder wissen, wie man so etwas zubereitet. Es geht um Regionalität, Saisonalität und um Bioprodukte. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Ein Zitat, auf das man hier großen Wert legt. Die Nachhaltigkeit des in den Kinderjahren Erlernten hat oberste Priorität. Isst du nur in der Schule gesund oder nimmst du da auch ein bisschen was mit nach Hause, dass du zu Hause auch ein bisschen auf die Ernährung schaust? Ja, ist eigentlich schon. Und zu Hause esse ich auch viel Gesundes. Äpfel, Birnen, Karotten und so. Um die Sinnhaftigkeit der einzelnen Projekte zu bestätigen, gibt es ab und zu kleine Tests. Am Montag hatten wir gesunde Jause, gesundes Essen, gesundes Frühstück und darauf folgte ein Wissenstest. Am Dienstag machten wir denselben Wissenstest nach einer ungesunden Jause, nach ungesundem Frühstück und wir konnten beim selben Wissenstest feststellen, dass die Schüler sehr viele Fragen nicht beantworten konnten, dass sie zu müde waren, um den gesamten Fragekatalog zu beantworten. Und auch was noch so gesund und munter zugeht, wird ab und an gestritten. Um Zwistigkeiten nicht allzu viel Raum zu geben, werden Mediatoren eingesetzt. In den ersten Klassen wird für alle Schüler das soziale Lernen angeboten, was darum geht, dass sie sich besser kennenlernen, die Klassengemeinschaft gestärkt wird. Und ab der zweiten bzw. dritten Klasse können sich Schüler freiwillig dazu melden, eine Ausbildung zum Biomediator zu machen. Michael, ein Streitcoach, nimmt seine ihm anvertraute Aufgabe recht ernst. Weil Streitschlichtung sehr wichtiger ist, dass jedem in der Schule auch besser geht, weil sonst ist einer spinnert auf den anderen und dann streiten sie die und dann fühlen sie die anderen auch mit betroffen und die zahlt es dann auch mit runter. Und mir gefällt es auch, dass ich anderen Leuten helfen kann. Nicht zuletzt beeindruckte die unabhängige Jury auch die Einrichtung des Bewegungsraums. Hier können die Schüler bei Bedarf ihren Emotionen unter Aufsicht eines Pädagogen freien Lauf lassen. Ich finde es einfach klasse, dass es überhaupt in der Schule zum Beispiel, wenn man müde ist, dann kann man aufgehen und da die Sau rauszulassen.
Ja, es ist eine gute Idee, dass sie das gemacht haben, dass die Kinder jetzt da, auch wenn sie jetzt eine Stunde gehabt haben, die ziemlich anstrengend war, dass sie aufhören können haben und einfach Sport machen können. Merkst du, dass es dann nachher besser geht? Ja, das merkt man schon. Landesschulrat Erlitz meinte in seiner Festrede, Gesundheit und Glück hängen ganz eng zusammen. Beim Anblick dieser fröhlich glücklichen Kinder eine Aussage, die man nur bestätigen kann. Innovation und Dienstleistung für die Menschen in unserer Region. Stadtwerke Mürzzuschlag. Die Menschen der Region sind uns wichtig. Stadtwerke Mürzzuschlag. Der Turnsaal der Volksschule Hünigsberg verwandelte sich wieder einmal in einen Konzertsaal. Diesmal luden die Schülerinnen und Schüler der Johannes Brahms Musikschule zu ihrem Abschlusskonzert. Jedes Jahr vor Ferienbeginn veranstaltet die Johannes Brahms Musikschule ihre Schlusskonzerte. An diesen Nachmittagen können sich die Eltern von den Fortschritten der Musikschülerinnen und Schüler überzeugen und die Begeisterung an der Arbeit mit den Instrumenten miterleben. Das Konzert in Hünigsberg war zugleich auch Abschluss eines äußerst erfolgreichen Schuljahrs. Von unseren über 600 Schülerinnen und Schülern haben sehr viele bei Prüfungen teilgenommen, an Wettbewerben teilgenommen. Unser Spitzenreiter ist der Philipp Hagen, ein 9-jähriger Klarinettist aus Kapellen, der ist Bundessieger bei Prima La Musica geworden. Aber wir haben noch eine Reihe von Landessiegern und Landespreisträgern bei Prima La Musica. Oder wir waren mit unserem Jugendblasorchester Junior Brasswood beim 4. österreichischen Jugendorchesterwettbewerb und sind dort von 30 Orchestern haben wir den 5. Platz belegt. Die Prüfungen zum Jungmusikerleistungsabzeichen haben ungefähr 40 unserer Schüler abgelegt und das teilweise mit sehr, sehr großem Erfolg bis hin zum goldenen Leistungsabzeichen. In einem vielfältigen Konzert zeigten die Schülerinnen und Schüler ihr Können und bewiesen, dass sich die Förderungen seitens der Stadtgemeinde absolut bezahlt machen. Die Jugend gehört einmal gefördert, die Jugend gehört die Weiterentwicklung, das ist gehört zur Förderung der Kultur, zur Förderung der Entwicklung, der Bildung der Jugend dazu und das ist uns für die Gemeinde eigentlich nichts zu teuer. Eltern müssen sehr viel Geld selber hineinstecken für die Kinder müssen sehr viel Freizeit selber opfern und das ist ja wirklich eine Kleinigkeit und ein kleines Muss für die Gemeinde, dass wir hier unser Geld, unser aller Steuergeld dazu verwenden, um unsere Kinder weiterzubilden. Manche der begabten Musikerinnen erweisen sich als Multitalente im musikalischen Bereich. Mit 5 Jahren habe ich angefangen zum Geigenspielen und im Herbst spiele ich noch ein schönes 8. Jahr. Und dazwischen habe ich Saxophon, Klarinetten und Querflöten auch noch gespielt. Und das habe ich dann aufgehört, weil es mir zu viel geworden ist. Theresa, welche Instrumente spielst denn du? Flöte und Waldhorn. Waldhorn ist ja ganz ungewöhnlich für ein Mädchen. Was gefällt dir da so dran? Naja, der Herr Lehrer hat gesagt, das kann ich so gut und dann wollte ich es eigentlich auffangen. Schwungvoll starten die Schüler nun in die wohlverdienten Ferien. Hoffen allerdings, dass wir ihnen an Musik so viel mitgeben konnten, dass sie vielleicht das ein oder andere Mal im Sommer ihr Instrument auspacken und irgendwelchen Verwandten oder Freunden oder der Familie ganz einfach etwas vorspielen. Die musikfreie Zeit wird aber rasch vergehen und im Herbst gibt es wieder ein paar besondere Leckerbissen. Los geht's mit unserem Tag der offenen Ohren Ende September in der zweiten Schulwoche, dann der nächste große Auftritt wird sein mit unserem All-Instruments-Orchester und dem Chor der Toni-Schruff-Volksschule gemeinsam mit Timna Brauer das Projekt Kinderlieder aus Europa im Stadtsaal und 2 Tage später mit dem gleichen Orchester gibt es ein Konzert dann in Wien. Da freuen wir uns ja schon auf ein Wiedersehen, wünschen aber vorher allen noch einen schönen Sommer. Beiträge sind schon wieder vorbei, aber die nächsten Berichte warten schon auf uns und auf Sie. Ab nächsten Donnerstag bei TV Mürz. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.